wie gesagt, diese Präsentation können Sie alle gerne verwenden. Sie ist eine kurze und bündige Einführung in die Folgeinitiative. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich der, das ist auch das Problem der Folgeinitiative, dass wir ja das erreichen wollen, was die meisten meinen, was wir schon hätten. Also wir wollen eigentlich nichts Neues. Es gab eine schöne Umfrage in Frankfurt von Richard Werner und die Frankfurt gefragt wurde, Meinungsumfrage, wer erzeugt und verleiht das Geld? 84% der Bürgerinnen und Bürger meinten, die Zentralbank, also das heißt in der Schweiz die Nationalbank oder die Regierung würden das Geld in Umlauf bringen. Und dann wurde weiter gefragt, würden Sie einem System zustimmen, in dem die Mehrheit der Geldmenge durch meist private, auch profitorientierte Unternehmen produziert wird und nicht durch staatliche Organe? 90% antworteten, nein, auf keinen Fall, das wollen wir nicht. Diese Umfrage, finde ich, bringt es sehr schön auf den Punkt, aber leider funktioniert unser Geldsystem heute so. Private, profitorientierte Unternehmen, nämlich die Banken, erzeugen das Geld und kontrollieren die Geldmenge. Und was wir eigentlich, wie gesagt, mit der Folgeinitiative wollen, ist nur das, was eigentlich sowieso jeder schon denkt, dass es schon sei. Also heute 90% des Geldes erzeugen die Banken. Das ist nicht umstritten, also man kann es auch bei der Schweizer Nationalbank nachlesen, bei der Bundesbank nachlesen. Durch Kreditvergabe erzeugen Banken Geld. Das hört sich für Nicht-Bilanzbuchhalter nach Zauberei irgendwie an. Man kann sich das nicht vorstellen. Das gibt es doch nicht. Es ist aber einfach von der Buchhaltung betrachtet ganz einfach. Buchungssatzforderungen an Verbindlichkeiten, es ist dann eine Bilanzverlängerung, es sind jetzt leider die Fachbegriffe, aber wenn man in der Buchhaltung drin ist, ist es ein vollkommen selbstverständlicher Vorgang, denn es sind ja nur Buchungen. Das elektronische Geld sind ja nur Buchungen. Und die Banken, das ist jetzt vielleicht noch wichtig, erzeugen das Geld nicht nur, wenn sie einen Kredit vergeben, sie erzeugen auch neues Geld, wenn Sie Aktien kaufen, wenn Sie Immobilien kaufen. Und damit haben die Investmentbanken natürlich einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen. Jede Versicherungsgesellschaft, wenn die Aktien kauft, braucht zuerst Versicherungsbeiträge, die sie verzinsen muss. Wenn die UBS Investmentabteilung im Eigenhandel Aktien kauft, braucht sie nichts im Vorfeld. Sie erzeugt das Geld selber und kauft damit die Aktien. Das heißt, sie hat keine Kosten dafür, im Gegensatz zum Beispiel zu den Versicherungsgesellschaften. Und das ist eigentlich der eigentliche Grund, denke ich, warum auch das Investmentbanking in den letzten Jahrzehnten so zugenommen hat. Das ist so lukrativ. Ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil, staatlich ermöglicht und finanziert. Also die Nachteile des heutigen Bankengeldsystems, ich will mal kurz durchgehen, der allererste, und den finde ich schon sehr entscheidend, es ist unendlich kompliziert und unverständlich. Wenn ich jetzt versuchen würde, Ihnen es zu erklären, ich würde heute nicht durchkommen. Das ist eigentlich die Realität. Dagegen ist eigentlich das Folgeinsystem super einfach. Jeder, der Monopoly kennt, jedes Kind kann Monopoly spielen, versteht das Vollgeldsystem. Es gibt eine Bank, von allen anerkannt, die bringt das Geld in Umlauf, gibt es an die Spieler, damit die spielen können. Wer das versteht, versteht eigentlich auch im Grunde, was mit Vollgeldsystem gemeint ist. Die Bank ist dann natürlich die Nationalbank und sie soll natürlich nicht unendlich viel Geld in Umlauf bringen, wie es dann bei Monopoly der Fall ist, sondern sie soll natürlich die Geldmenge kontrollieren. In Monopoly gibt die Bank ja immer Neues, bis das System die Preise ins Gigantische gehen, bis alles zusammenbricht. Das soll natürlich genau vermieden werden. Ein zweiter großer Nachteil ist, es gibt immer Schulden, es gibt einen Schuldenzwang, denn wenn alle Schulden zurückbezahlt wären, gäbe es kein Geld mehr, weil Geld ja nur durch Schulden entsteht. Das ist ein rein logischer Gedanke,
aber da tun sich häufig, also weiß ich, da haben sich häufig auch Schwierigkeiten, es zu denken. Es kann sich zum Beispiel auch in der Europäischen Union mit der ganzen Euro-Krise, können Sie es auch nicht denken, es wird immer gesagt, die Staaten sollen doch ihre Schulden reduzieren. Erstens schaffen sie es nicht und zweitens, wenn sie es täten, wäre der ganze Euro weg. Ja, der wäre weg, deswegen geht es gar nicht. Mit was soll man denn dann noch bezahlen? Wer soll denn dann noch wirtschaften? Also es ist einfach eine komische Fehlkonstruktion, eben die Geldentstehung mit Schulden so zu Geld in Umlauf bringen mit Schulden zu verknüpfen. Und drittens, es ist eine gigantische Steuerverschwendung, denn wenn nicht der Staat, also die Gemeinschaft, demokratisch Gemeinschaftsgeld in Umlauf bringt, sondern die Banken profitieren die davon und nicht eben die demokratische Gemeinschaft. Vollkommen verrückt, dass man sowas zulässt. Drittens, eben die Unordnung, wurde auch schon gesagt, der Geldmenge. Hier einfach nochmal eine kurze Zahl. Von 1990 bis 2012 stieg in der Schweiz die Geldmenge jährlich um 7,8%. Es gab aber nur 1,4% Wirtschaftswachstum. Wofür braucht man denn dann das ganze andere zusätzliche Geld? Das ist die Frage. Natürlich für die Inflation und dann für Finanzspekulation, für immer höhere Immobilienpreise und so weiter. Das heißt, diese unkontrollierte Geldschöpfung führt zu Finanzblasen. Das ist der Kern jeder Finanzkrise, ist immer eine Finanzblase. Deswegen gibt es auch laufend Finanzkrisen. Hier nochmal, auch nochmal die kurzen Zahlen. Also Geldflut der Banken ist jetzt andersweit, also zusammengerechnet. Geldmenge stieg um 121%, Wachstum nominal, also ohne Inflationsbereinigung, nur um 37%. Rechts einfach so die Zahlen, weltweite Finanzkrisen, 425 in etwa 30 Jahren. Also es ist ein Normalzustand, Finanzkrise ist nicht etwas ein Ausrutscher, sondern es ist eigentlich systemimmanent. Wachstumsdruck durch die überschießende Geldmenge, wenn immer mehr Geld da ist, muss auch immer mehr produziert werden. Also wir können gar nicht einfach sagen, haben eigentlich alles, wir sind zufrieden. Wir können doch einfach, warum müssen wir denn immer noch mehr produzieren? Es geht im Moment durch das jetzige Geldsystem nicht mit allen ökologischen Nachteilen, mit allen Belastungen für die Arbeitnehmer. Es findet immer eine kontinuierliche Umverteilung statt. Wenn Geld nur durch Schuld, durch Kredite in Umlauf kommt, heißt, dafür muss jemand Zinsen bezahlen. Jährlich in der Schweiz zu etwa 5 bis 7 Milliarden Franken, die aber dann natürlich von denjenigen, die viel Geld haben, zu denen gehen und von denen bezahlt werden, mehr müssen von denen, die wenig Geld haben. Also eine immanente, kontinuierliche Umverteilung. Und es ist eben ein unsicheres Geld, denn das Geld ist nur so viel wert, wie die Bank, bei der ich mein Konto habe, wert und sicher ist. Wenn die pleite geht, ist das Geld, wenn es auf dem Konto bei der Bank ist, eigentlich auch dann weg. Warum haben wir nur so eine Geldunordnung? Und es ist eine interessante Frage, wer hat sich das Ganze eigentlich überlegt? Wie kam das nur zustande? So was Unsinniges zu installieren. Und das Interessante ist, wenn man der Frage nachgeht, niemand. Es gab keine Diskussion dazu, keine offizielle. Es war nie im Parlament, es war nie in der Volksabstimmung. Es hat sich schleichend entwickelt. Das ist eigentlich das Verrückte. Schleichend, wir kriegen es gar nicht mit, müssen aber alle darunter leben, tagtäglich werden wir davon bestimmt. Und da ist eben unser Motto von der Folgeinitiative, besinnen wir uns lieber auf das Gewährte, denn die Geldherstellung war immer öffentliche Angelegenheit, das sagt auch die Bundesverfassung. Und über Jahrhunderte war es immer üblich, dass die Münzen, das war ja früher das eigentliche Geld, von den Kantonen hergestellt wird. Die prägten die Münzen und bezahlten dann mit den neu geprägten Münzen einen Teil ihrer öffentlichen Ausgaben. Das ging dann 1848
mit, an den Bund über das Münzrecht. Seitdem also gibt es immer die Münzprägeanstalt des Bundes. Dann hatten wir aber die gleiche Geschichte schon, in der wir jetzt auch drin stecken. Also Ende des letzten Jahrhunderts entdeckten die Banken, dass es ja ganz praktisch ist, Banknoten zu drucken. Denn Banknoten zu drucken ist ja sehr billig, brauche ich nur einen Drucker, Druckmaschine. Und ich kann die dann ja herausgeben. Und die Leute wollen ja dann nicht immer die Banknoten in echtes Münzgeld umwechseln, also fällt es auch gar nicht so auf, wenn die Banken mehr Noten herausgeben, als sie wirklich Münzen im Tresor hatten. Also die ähnliche Geschichte wie heute eben auch mit dem elektronischen Geld. So, das führte dann zu einem Wildwuchs von erstens mal ganz vielen verschiedenen Banknoten und auch die Geldmenge war nicht mehr in der Obhut des Bundes. Und 1891 verbot dann das Stimmvolk in einer Volksabstimmung, die Banken dürfen keine Geldscheine mehr drucken. Dieses Recht hat jetzt nur noch die Schweizer Nationalbank, sogenannte Banknotenmonopol. Damals wusste man aber nichts vom elektronischen Geld, das gab es nämlich noch nicht in dieser Form. Auch wusste auch nicht die Bedeutung, die es einmal bekommen würde. Und jetzt steht eigentlich an, dass wir das Gleiche machen, was unsere Vorfahren, also vor über 100 Jahren mit dem Banknoten, mit dem Papiergeld gemacht haben, dass wir das Gleiche mit dem elektronischen Geld tun. Nämlich alles Geld soll nur von der Nationalbank erzeugt werden, auch alles elektronische Geld. Banken dürfen dann eben nichts mehr selber herstellen, nur noch das Geld verleihen, was es tatsächlich schon gibt. Und die neue Folge soll von der Nationalbank nicht über Kredite, sondern über schuldfreie Auszahlung, Zuweisung an Bund, Kantone und auch an uns Bürgerinnen und Bürger direkt in Umlauf gebracht werden. Das heißt, wenn die Geldmenge steigt, weil man erwartet 1% Wirtschaftswachstum, heißt es, Geldmenge soll um 5 Milliarden steigen. Die 5 Milliarden überweist dann eben die Nationalbank an Bund, Kantone. Die können damit dann ihre zum Beispiel Schulden zurückzahlen, können auch andere Ausgaben finanzieren oder es wird direkt zu Weihnachten an jeden Bürgerinnen und Bürger überwiesen, kriegt man eine Überweisung von der Nationalbank. Das sieht der also Verfassungsentwurf vor. Man kann das auch jetzt auch so erklären an dieser Tabelle, die finde ich sehr, also sehr interessant. Es wird dargestellt, wie man sieht hier, wie die unterschiedlichen Geldarten heute funktionieren. Also Münzgeld wird in Umlauf gebracht durch öffentliche Ausgaben. Es gibt also im Bundeshaushalt den sogenannten Münzzuwachs als Haushaltsposten. Letztes Jahr waren das immerhin 90 Millionen Franken, die einfach dem Bundeshaushalt dadurch zur Verfügung standen. Lebensdauer ist unbegrenzt und das ist Vollgeld. Das gleiche auch eben also beim Papiergeld. Es wird aber nicht vom Bund, sondern von der Nationalbank und durch Kredit in Umlauf gebracht. Ist aber auch Vollgeld, lebt auch unbegrenzt. Es gibt dann auch ein elektronisches Geld der Nationalbank, aber es ist auch Vollgeld, im Sinne, dass es vollwertiges Nationalbankgeld ist, aber das bekommen wir nie zu sehen. Also Sie haben das noch nie, wir alle haben das noch nie sehen können, das kriegen wir nämlich gar nicht. Dieses Nationalbankgeld gibt es nur für die Banken. Also es gibt nämlich zwei Geldkreisläufe, Nationalbank und Banken. Das ist ein geschlossener Geldkreislauf, da sind wir alle überhaupt nicht drin, wir kriegen dieses Geld nicht. Und dann gibt es den zweiten Geldkreislauf zwischen Banken und Unternehmen und Kunden wie wir. Das ist dann eben jetzt dann das elektronische Bankgeld, was heute 90% der Geldmenge ausmacht. Und es ist eben kein Vollgeld, es ist eigentlich nur ein Versprechen der Banken auf Bargeld, was man nicht weiß, ob sie es einlösen können. Jetzt sieht man schon, wie kompliziert das heutige Geldsystem allein bei der Betrachtung ist. Was wollen wir? Dass nämlich alles Geld Vollgeld wird. Für alles Geld sollen die gleichen Regeln gelten, also für Münzgeld, Bargeld sowie elektronisches Geld. Es soll durch öffentliche Ausgaben in Umlauf kommen,
Darlehen an Banken von der Nationalbank sind aber weiterhin möglich. Es soll eine unbegrenzte Lebensdauer haben, es soll gesetzliches Zahlungsmittel sein, das heißt Vollgeld, und es soll alle Einnahmen, alle Gewinne, die man daraus erzielt, alle Geldschöpfungsgewinne sollen zu 100% bei der Allgemeinheit ankommen. Das heißt, alles Geld soll durch die Vollgeldreform die Regeln des heutigen Münzgeldes erhalten. Es ist also nichts besonders Neues, was wir verlangen. Es ist wirklich also im Grunde das Älteste, das Münzgeld ist das Älteste und die Regeln des ältesten Geldes, das wollen wir einfach auf alles Geld ausweiten. Und das heutige elektronische Bankengeld wird einfach abgeschafft, gibt es mit der Vollgeldreform dann nicht mehr. Die Umstellung wird in zwei Schritten erfolgen, die ich jetzt nur kurz andeuten will. Alles an einem, geschieht erstmal an einem Stichtag, ab da gibt es dann kein Bankengeld mehr, dann gibt es nur noch Vollgeld. Das ist so die, das ist einfach eine Umstellung, die würden Sie als Kunde überhaupt nicht mitbekommen. Also es ist ganz, das geht ganz im Hintergrund, wenn Sie im Urlaub sind, das wäre dann so. Sie würden sehen ja den Zahlen auf dem Girokonto nicht an, auf dem Privatkonto nicht an, ob es jetzt Nationalbankgeld oder Bankengeld ist. Also das ist für uns, also für die Kunden eine ganz, eine Umstellung ohne jeglichen Aufwand. So, und dann gibt es dann einen zweiten Teil der Umstellung, der dann innerhalb eines Zeitraumes von vielleicht 10 oder 20 Jahren stattfindet, nämlich, dass das bisher durch Kredite in Umlauf gebrachtes Geld, das soll dann ersetzt werden durch schuldfrei in Umlauf gebrachtes Geld. Das ist also dann so ein schrittweiser Umbau, der einfach dann auch zu höheren Staatseinnahmen führt. Jetzt kurz nochmal jetzt die Vorteile. Erstens, es ist ein einfaches, verständliches System und das ist für eine Demokratie wichtig, dass die Menschen das kapieren, wie das Geldsystem funktioniert, weil sonst ist es außerhalb der öffentlichen Kontrolle. Es ist relativ leicht einzuführen, es ist keine große Geschichte. Es sind die Buchhalter und die Programmierer der Banken, die haben ein bisschen Arbeit. Auch die internen Arbeitsabläufe müssen etwas umstrukturiert werden, aber es ist keine fundamentale große Neuerung. Es ist etwas, was sowieso im Alltag immer wieder der Banken immer wieder zu bewältigen ist. Die haben immer wieder Neuerungen, die sie verarbeiten müssen. In diesem Niveau ist eigentlich der Aufwand. Es ist drittens das sicherste Geld der Welt. Denn sonst hat niemand die Möglichkeit, Zentralbankgeld, außer wenn er Bargeld hat, zu haben. Deswegen gibt es ja immer die Flucht in Bargeld bei Krisen. Weil da will ich nämlich das Geld der Nationalbank, da will ich nicht irgendwelche Versprechen von Banken. Deswegen immer Flucht ins Bargeld. Das ist mit Vollgeld nicht mehr nötig, denn auch alles elektronische Geld ist ja dann wie Bargeld, echtes Nationalbankgeld. Es werden Finanzblasen in der Zukunft verhindern, damit auch Finanzkrisen. Und der Staat wird aus seiner Geiselhaft befreit. Bisher muss er Banken immer wieder retten. Muss er dann nicht mehr, denn das Zahlungsverkehr ist nicht mehr von den Banken abhängig. Also es ist dann eher möglich, auch eine Bank pleite gehen zu lassen, ohne dass der Steuerzahler dafür zahlen muss. Es wird ein fairer Wettbewerb hergestellt zwischen Banken und Nichtbanken. Banken haben keine Vorteile mehr durch die Geldschöpfung, die sie bisher machen können. Und damit auch durch die Geldmengenkontrolle wird eben auch der Wachstumsdruck reduziert. Es ist möglich, dass wir dann eine Gesellschaft ohne Wirtschaftswachstum haben, dass das überhaupt geht. Und das ist also, jeder, der mit den ökologischen Fragen sich beschäftigt, weiß, wie wichtig das ist. Und als letztes, die Geldschöpfung kommt vollständig den Bürgerinnen und Bürgern zugute. Mit dieser großen Steuerverschwendung wird aufgehört.